Morgen, ihr Lieben. Hallo. Ja, heute ist Freitag und ich habe mir jetzt heute was Besonderes vorgenommen. Und zwar möchte ich euch mit durch ein ganzes Wochenende von uns nehmen, weil es passiert ein bisschen was. Und ja, heute auf alle Fälle, heute gibt es Zeugnisse in der Schule und heute muss ich anfangen, auch Kuchen zu backen, weil ich morgen auf einen Kindergeburtstag eingeladen bin. Also das heißt, meiner Freundin, ihr Sohn, hat Kindergeburtstag und sie hat mich gebeten, ihr ein bisschen zu helfen. Und am Sonntag habe ich selbst Geburtstag. Also begleitet uns durch das Wochenende. Ich habe mir eh vorgenommen, dass meine Vlogs etwas länger werden sollen, etwas ausführlicher, dass ihr ein bisschen was mehr zu schauen habt. Und ihr könnt mir dann sagen, ob euch das gefällt oder ob euch das zu langweilig ist. Dann wünsche ich uns viel Spaß und ich fahre jetzt erstmal los, hol die Luise ab von der Schule, weil ja, zur Zeugnisausgabe haben die Kinder nach der dritten Stunde aus und da fahren keine Schulbusse bei uns. Also muss ich die Luise heute abholen. Und ja, in der Grundschule war das immer kein Problem. Dann konnten die hinterher noch ein Stück in die Betreuung gehen. Aber die Luise ist ja in der fünften Klasse und da gibt es keine Betreuung mehr. Also hole ich sie ab. Und da mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, Luise und ich, wir sind jetzt wieder da. Und Luise darf sich ja, wenn es Zeugnisse gibt, immer was aussuchen. Und ratet mal, was die sich ausgesucht hat. Es gibt bei uns heute Mittag Pizza und Döner. Das hat sie sich ausgesucht. Und da lasse ich es mir mit der Luise jetzt erstmal schmecken. So, wir haben jetzt gegessen. Und also denn mit dem Döner, das gibt es halt wirklich nur ausnahmsweise mal. Ist ja auch nicht so schlimm. So, und jetzt will ich euch mal was zeigen. Hört ihr das? So klingt das, wenn eine Elfjährige aus der Schule kommt und sich auspowern muss. Also, geht schon Richtung Pubertät. Hier brennt auch das Licht überall. Also, so. Und außerdem habe ich heute Abend mit dem Burkhard einen kinderfreien Abend. Die Luise ist bei einer Freundin eingeladen, die übernachtet da, die schläft da. Ja, na ja, Niklas, der geht ja sowieso seine eigenen Wege. Also, krass, ne? Braucht man schon echt harte Nerven, aber alles gut. Muss die Luise heute noch ein paar Sachen zusammenpacken. Ja, das ist mir. Da sollen sie lieber mal laute Musik hören. Das ist mir lieber, als wenn sie sonst irgendeinen Blödsinn anstellen. Ganz ehrlich. Auch mit mir, Niklas. Ich meine, der ist ja voll in der Pubertät, aber er raucht nicht, er trinkt nicht, er randaliert nicht. Und da bin ich schon mal zufrieden, da ist echt viel gewonnen. Also, wenn sie manchmal so ein bisschen, ja, über die Stränge schlagen oder so, dann denke ich, ist das normal, das muss auch sein. Die müssen sich ja mit den Eltern auseinandersetzen irgendwie. Wir versuchen trotzdem eine liebevolle, freundliche Art miteinander zu halten, aber ich sage auch ganz direkt, wenn irgendein Ton nicht geht. Also, das wissen die Kinder schon. Und genauso mache ich das bei der Luise. Das habe ich bei der Friederike schon so gemacht. Und ja, wenn ich die Friederike jetzt so betrachte, denke ich, es war wahrscheinlich nicht die schlechteste Art. Man macht ja nicht immer alles richtig. Das ist ja so. Aber im Nachhinein betrachtet, denke ich, den Kontakt, den wir jetzt haben und den Umgang, den wir jetzt haben, ja, das fühlt sich richtig an. Also muss ich wirklich sagen, ja, es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist es nirgendwo. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir Glück gehabt. Mal sehen, was noch kommt. Ich hoffentlich, also mit Luises Pubertät, aber ich denke mal, wenn man sich, wie soll ich denn sagen, wenn man den Kindern vertraut und ja,
Also man kennt ja seine Kinder auch. Und vor allen Dingen da sein, auch mal einfach da sein, wenn man der Meinung ist, das ist aber jetzt sau blöd gelaufen oder das war eine Dummheit oder so. Ich glaube, die wissen das ganz genau, was gut, was richtig oder falsch ist. Ist wirklich so. So, wie ich mal hier unten ist noch ein, läuft gerade ein Vlog. Der wird gerade hochgeladen noch für euch. Ja, und heute Nachmittag backe ich, wie gesagt, Kuchen. Also ich fange an, Kuchen zu backen. Machen wir erstmal den Kuchen für den Kindergeburtstag und dann, ja. Mal sehen, was noch alles passiert. Ich warte auch noch auf zwei Pakete, weil der Burkhard hat eine neue Mikrowelle gekauft. Der Burkhard, der ist so dieser Technik-Nerd bei uns. Der muss immer alles, ja, die neueste Technik. Obwohl das Gerät hier, guckt mal hin, ne? Das ist ja wirklich schon ziemlich alt. Also, ich glaube, das ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Als wir angefangen haben, eine Wohnung zu gründen, haben wir das auch schon gebraucht, übernommen. Also, aber sie geht noch. Das ist, aber es ist wirklich nicht mehr. Also, die ist ja wirklich nicht mehr auf dem dollsten Stand. Aber das ist egal. Ich mache jetzt weiter noch ein bisschen Haushalt. Ja, mache meine Wäsche fertig und mal gucken. Ja, also. So, es ist jetzt 3:30 und es ist schon wieder stockdunkel. Aber ich schaue jetzt mal, ob die Luise ihre Tasche schon gepackt hat oder ob sie vielleicht Hilfe braucht. Lieschen, ist deine Tasche schon gepackt? Brauchst du Hilfe? Ehrlich nicht? Also ich backe jetzt Kuchen, ja, wenn du Lust hast und hast deine Tasche gepackt. In die Tasche? In welche? Da. Da, hast du schon gepackt? Super. Hast du alles drin? Ja, sieht so aus. Kommst du mit? Magst du dich noch ein bisschen ausruhen? Bis dann. Wenn du Lust hast, kannst du ja runterkommen, ja? Also die Luise hat ihre Sachen schon gepackt. Das ist ja schön. Brauche ich mich darum nicht zu kümmern? Das macht die schon relativ selbstständig. So. Und ich fange jetzt an und back Kuchen. Könnt ihr mich ein bisschen begleiten, aber ich glaube, die Luise kommt dann bestimmt auch und hilft mir noch. Nein, das schneit schon wieder. Ganz ehrlich, ich bin heute Morgen aufgewacht und der Schnee, der weg war, war natürlich wieder da, hat schon wieder geschneit. Also es ist oft, ich habe bis jetzt nur ein einziges Jahr erlebt, wo hier kaum Schnee war. Also wo vielleicht mal, wo noch nicht immer eine Woche lang der Skilift geöffnet haben konnte. Aber ja. Ja, hier gibt es halt viel Schnee. Gut, alles klar. Also, wir backen jetzt. So. Ich sag mal ganz ehrlich. Oh, mein Hals. Ein Frosch im Hals. Ich mache ja die Koch- und Backvideos. Das wisst ihr ja. Und ich hätte von euch gerne mal gewusst, ob ihr lieber mit mir backt oder kocht. Das könnt ihr mir ja mitteilen. Und mir mal in die Kommentare schreiben. Also ich mache jetzt hier einen einfachen Backpulverteig. Und zwar wird das ein Kakaoteig. Das wird ein dunkler Teig. Und fehlt nur noch der Kakao. Ich dachte ja, dass die Luise mitbäckt. Die bäckt nämlich eigentlich sehr gern, aber wahrscheinlich hat sie doch keine Lust. So wie die Sache aussieht. Ich glaube, die ist schon im Chill-Modus. Die schläft nämlich heute bei ihrer Freundin, das hatte ich ja schon gesagt. Und da ist die, ich glaube, die gehen heute nicht so früh ins Bett.
Aber ich mache noch einen Löffel Kakao. Ja. So. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, was ich alles reinmache, dass ich nichts vergesse. Aber ich glaube, ich habe alles. Ja. Und jetzt rühre ich. So, die zwei Kuchen sind fertig. Ich sag immer so, Küche habe ich auch schon geputzt. So. Geschirrspüler läuft auch. Und jetzt kommt die Luise. Die fahre ich nämlich jetzt noch weg. Da ist sie. Ich glaube, die freut sich riesig. Gell, Luise? Doch, du freust dich. Ich, na draußen, die kannst du mal rein. Aber Luise, tust du füttern. Du sollst sie bitte füttern. Machst du das? So, ich kann es nämlich nicht leiden, wenn ich früh dann aufstehe und habe abends die Küche wie Mist hinterlassen. Also putze ich das abends gleich weg. Oh, Luise hat die Katze. Komm, Luise, fütter sie noch, bitte. Tu die Katze bitte weg von den Kuchen, das mag ich nicht. Komm. Holst du mal Katzenfutter? Komm. Wollen wir essen? Ja, ich glaube, die Katze will essen. Hol mal ihr Futter. Jetzt kommt sie dir hinterher, guck. So, du hast ihr Futter in die Schale. So. Hast du an alles gedacht, Luise? Ich habe es. An Waschsachen? Wechselsachen habe ich ja vorhin gesehen. Schlafanzug ist alles dabei? Ja. Zahnputzsachen? Ja. Ja, ich denke mal, du bist ja groß, du machst das hier schon alleine, gell? Die Sachen sind weniger als beim letzten Mal. Okay. Hast du schon reduziert, ja? Dass du das kannst, hätte ich jetzt Mama nicht gedacht. Mama, schmeiß mir mal Jacke zu. Nee, ich schmeiß ihn durch den Nägel. Nee, ich will nicht in die Kamera. Ich kann sie dir gern geben. Ja, dann gib sie mir mal. Okay. Schmeißen tue ich sie nicht. Und Schal bitte auch. Ja, jetzt zieh erst mal die Jacke an, dann kriegst du den Schal. Kann ich jetzt bitte den Schal haben? Darf ich bitte erst meine Schuhe anziehen? Darf ich bitte erst meinen Schal haben? So. Den kannst du doch werfen. Da hängt ja noch mehr dran. Hoffentlich habe ich das halt nicht mit in der Schuhe. Das ist gemein. So, Luise. Soll ich dir was nehmen? Ja. Soll ich dir was nehmen? Das da. Was das? Nee. Die Decke auch? Guten nee. Morgen, Ilgen. Heute ist Samstag. Und da hinten sind schon die Kuchen angefangen. Also zwei Stück habe ich schon gemacht. Und zwei Stück mache ich dann noch. Die mache ich dann noch fertig. Ja, ich bin wieder mal alleine. Die Luise ist ja noch bei ihrer Freundin. Der Burkhard holt die dann ab. Und der Burkhard ist auch jetzt einkaufen. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil dann muss ich das nicht machen. Ich glaube, ich habe heute noch genug hier zu tun. Ja, und heute Nachmittag gehe ich ja dann auch selber noch auf einen anderen Geburtstag. Und ja, ich wünsche uns viel Spaß. Nein. Wo meine Kunstwerke sind jetzt fertig. Der Burkhard tut jetzt Essen kochen, der ist auch da. Das ist ein Apfelkuchen, ein gefüllter Bienenstich. Da ist der Burkhard, der kocht heute, zum Glück. Und jetzt zeige ich euch das andere Kunstwerk noch. So, da oben ist noch eine Schwarzwälder Kirschtorte, soll das sein, à la Heike. Gut. Burkhard macht Geschnetzeltes und Reis, denke ich mal, oder? Nee. Was machst du dann?
warm ist. Dankeschön. Das ist auch ein bisschen freundlicher. Ach du meine Güte. Guck mal in die Töpfe gucken, da ist noch nichts. Guck mal, das hat es offen. Ist de, dein Reissack geplatzt oder wie? Ja. Okay. Ich mach's mal. Ja. Okay, was machst du jetzt damit? Weg. Wegschmeißen. Ja, entsetzen. Ja, Burkhard macht Geschnetzeltes und Reis. Hier ist der Rest von der von meiner Schwarzwälder Kirschfüllung. Naja, mal gucken, wie der Burkhard hier den Reis rettet. Hm. Sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Naja, gut. Hast du den jetzt kaputt gemacht oder war der schon kaputt? Okay. Dann wird der vom Werk so kaputt gewesen sein, oder wie? Okay. So, dann schauen wir mal, was wir noch haben. So, da ist noch dieser, mein anderer Kuchen, der Smarties-Kuchen. Den schneide ich jetzt auf und den nehme ich nachher mit zum Kindergeburtstag. Aber das habe ich euch ja gestern schon erzählt. Also, Luise will die Ränder essen. Die Reste. Aber wir essen ja gleich Mittag. Jetzt gucke ich mal, wie es beim Essen aussieht. Was der Bock hat da so fabriziert. Aber wenn ihr Chips bekommt. Was? Wenn ihr Chips bekommt. Macht doch nichts. Ich kann mal ein paar. Ich glaube, du kriegst heute noch andere leckere Sachen, oder? Was denn? Gibt's da einen Gehst Abbruch? Du nicht auf den Geburtstag? Vielleicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber vielleicht. Musst du doch wissen. Wann bist du denn schlafen gegangen? 12:30. 12:30 bist du schlafen gegangen. So. Jetzt tue ich mal in die Wäsche, ich kann's machen. Na, aber das Kissen musst du abziehen. Ja, dann. Ja. Zwölf, halb eins. Mhm. Na, da warst du dann müde. Ja. Okay. Jetzt hör auf, da rum zu essen, Luise. Dir schmeckt's, gell? Ich will noch kein Essen. Wie, du hast noch nicht gefrühstückt? Doch, schau. Aber hier gibt's noch kein Essen. Aber gleich, du kannst dir mal helfen, den Tisch aufzudecken. Jetzt kannst du das aufmachen. Du kannst da reingucken, was da wo drin ist. In das kleine Paket. Das habe ich ihr erlaubt. Ich will. Garantiert nichts für mich. Was? Garantiert nichts für mich. Ja, das war ja klar, dass das nichts für dich ist. Aber du könntest einfach Papier von deinem Mama holen. Dann ja, das oh. Das sind echte Haribos aus ja. England. Die hat uns jemand mitgebracht aus England. Das sind Minions. Waren die eigentlich mal meine. Ja, du isst sie nicht. Warte mal, mach mal das jetzt doch. Wir machen das jetzt so. Du machst, ich mach's zu und du kannst, also mach jetzt erstmal hier und hier bitte. Okay. Fertig. Ja. Man Bock hat sein Goldstück angucken, was er da hat. Das hast du gut gemacht. Ihr seid vorsichtig damit, ja?
Ja, lass mich mal reingucken. Wow, was da alles drin ist. Da ist es ein Uhr. Zeig mal her. Ah, da ist auch Licht drin. Das ist super. Kannst du den Teller kannst du reinmachen, Luise? Ja, sieht ja gut aus. Wie viele da hat die? 25. Okay. Eigentlich müsste sie genauso groß sein wie unsere Alte. Okay. Na super. Das ist ja zum wenn du was grillst. Du kannst das Fett hier drunter laufen und hier kannst du was. Oder wenn du Brötchen aufbäckst. Das ist ein Pizzateller. Hallo. Mittlerweile ist es Mittag, es ist Sonntag und heute ist mein Geburtstag. Und ich möchte euch ein bisschen auch heute wieder mit durch den Tag nehmen und wünsche euch viel Spaß dabei.